bahnbrechende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen. Extrem alles geben. Ringen 17-17, Gleichstand, so das Resultat vom Derby am Samstag in Willisau. Sie sind beide fast zufrieden, die Willisauer und Hergiswiler. Fast, weil sie nicht gewonnen haben und zufrieden, weil sie nicht verloren haben. Denn vor dem letzten Kampf wäre noch alles möglich gewesen. Was da die Fans in der BBZ-Halle miterlebt haben, war ein Derby von den Extrem gewesen. Hat man in der Pause gefragt, wer gewöhnt hätte, wohl von den 820 Zuschauern garantiert über 90% gesagt, Willisau. Kein Wunder beim Stand von 13-3 für die Heimmannschaft, für einen Schweizer Meister. Extrem. Willisau hat vor der Pause bis auf einen Kampf alle gewonnen und hat Hergiswil mit zu Null-Resultat sprichwörtlich am Boden liegen lassen. Dreimal alle Kämpfe sind vor der Pause entweder zu Null gewonnen oder zu Null verloren worden. Extrem auch, dass ein Derby diesen Weg nachkehrt. Und extrem selten, dass es überhaupt ein Remi gibt. Gleichstand hat es diese Saison nämlich bei allen Kämpfen der NLA noch nie gegeben. Zur Information für Zuschauer, zum Beispiel auf Swisscom TV außerhalb der Region, Willisau-Hergiswil ist ein extrem spannendes Duell. Der Schweizer Meister Willisau in Rot trifft auf einen Vize-Schweizer Meister. Zwei Gemeinden nebeneinander, eine grosse und eine kleine. Zwei Mannschaften, die sich nichts schenken. Wir erinnern uns, im ersten Derby am 17. September hat Hergiswil den Klein gegen Willisau noch 20-17 gewonnen. Eine offene Willisauer Rechnung also. Der Trainer, der Thomas Bucheli, gefragt, mit welchen Erwartungen sie gegen Hergiswil antreten sind. Ja, eigentlich genau so. Wir haben natürlich gedacht, dass es sehr ein sehr knappes Resultat wird. Wir haben in der Vorrunde verloren und wollten unbedingt jetzt in der Rückrunde gewinnen. Wir haben aber gewusst, dass wenn sie ihre Leute zur Verfügung haben, dass es dann sehr schwierig wird. Und wir haben sehr gut vorgeschafft in der ersten Hälfte und haben aber nachher in der zweiten Hälfte ein paar Punkte liegen. Und darum hat es nicht ganz zum Sieg gelangt. Ja, eben, wenn ich dich in der Pause gefragt hätte, 13-3, wer gewöhnt, was hättest du gesagt? Ich habe auch schon gesagt, ich habe die zusammengenommen, die in der zweiten Halbzeit kommen. Und ich habe gesagt, es braucht jeden Punkt. Auch wenn wir so viel vorgesehen sind, wir haben gewusst, in der ersten Hälfte haben wir eher ein bisschen Vorteil. Vor allem, die haben sensationell vorgelegt, die haben super gerungen. Und in der zweiten Hälfte habe ich gewusst, dass es wirklich Top-Leistungen braucht. Und leider haben wir dann wirklich den einen oder anderen Punkt halt gleich noch mehr abgegeben. Was denn zu einem Unentschieden geführt hat? Der Gianni Maroschwöldi. Er ist erst seit 3 Wochen wieder Trainer von Hergiswil und verlangt seiner Mannschaft momentan ein rigoroses Konditionstraining ab. Es gilt, verpasst es nachzuholen. Für ihn zählt primär eine fitte Mannschaft im Halbfinale. Nach seinen Erwartungen gefragt. Das ist klar, jetzt kommt neue Wind für Hergiswil. Für uns ist immer das Beste, was es für Sport möglich geben. Unsere Mannschaft wird immer für gewinnen. Das heisst, heute auch probieren, was ist möglich, die stärkste Mannschaft aufstellen und kämpfen bis letzten Pfiff. Und wenn man dich in der Pause gefragt hätte, wer gewinnt, was hättest du da gesagt? Bei 13-3, ist ein brutales Resultat.
ja, brutal aussehen, aber nicht so brutal sein. Wegen Pittsburgh Kennenführungen, das weiß schon. Das vorher schon weiß, erste Hälfte will ich so haben. Mehrere Chancen für gewinnen, zweite Hälfte haben mehr für Hergisfühl. Leider für erste Hälfte für vier Hergisfühler nicht gewissen Punkt machen. Für Mannschaftspunkt und das entscheiden für Ende, bis nicht gewissen gewinnen, nur unentschieden. Mit einem Unentschieden wären die Kriseren und Freiamt sicher nicht zufrieden gewesen. Gegen Schattdorf und Einsiedeln hätten wir wollen und müssen gewinnen. Auf Telenapf umfassend informiert, hier die Resultate von dieser Woche. Im Überblick, wie ich es auch hergesehen, wie gesagt, 17-17. Schattdorf Kriesere 14-21 und Freiamt Einsiedeln 26-10. Das gibt folgende Rangliste. Erste nach wie vor Kriesere, 7 Kämpfe, 6 Siege, 12 Punkte. Auf dem zweiten Platz Neu-Freiamt statt Hergiswil, 5 Siege, 2 Niederlagen, 10 Punkte. Auf dem dritten, vom zweiten gerutscht, Hergiswil, 4 Siege, 1 Unentschieden, 9 Punkte. 4 unverändert Willisau, 3 Siege, 1 Unentschieden, 7 Punkte. Ebenfalls unverändert 5. Schattdorf, 2 Siege, 5 Niederlagen, 4 Punkte. Und am Schluss Einsiedeln, kein Sieg, 7 Niederlagen, 0 Punkte. Sieg vor der Pause haben wir ja schon gesehen. Zum Abschluss hier noch die Highlights im zweiten Teil. Dazu zählt auch sicher der starke Auftritt von Willisauer im Sammy Scherrer gegen Thomas Suppiger. Der Sammy Scherrer in Rot geht zuerst sogar mit dieser Aktion in Führung. Der Thomas Suppiger wird dann aber doch seiner Favoritenrolle gerecht und gewinnt 3-5. Oder der Hergiswiler Raffi Kaufmann in Blau bezwingt den Andreas Reichmuth 0-3. Oder der Istvan Dencik bezwingt den Logan Chardonnay mit technischer Überlegenheit, also mindestens 15 Punkte Unterschied, 2-18. Genau, aber die zwei Punkte hier. Auf Telenapf sehen wir, wenn es passiert, verhindern im letzten Kampf den Hergiswiler Sieg. Übrigens, den ganzen Match kann man seit dem Sonntag auch auf YouTube sehen. Stichwort Ringen Telenapf, noch 7. Runde. Verpassen Sie auch nicht die Analyse von Johnny zu den anderen Begegnungen und die detaillierte Reportage zu den einzelnen Kämpfen demnächst auf dem Sender. Ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert.